Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu der Vorstellung des alpinen Landwirtschafts-DLCs für den Landwirtschaftssimulator. Mehr nach dem Intro. Okay, kommen wir mal zu den Basics Sachen. Lest euch mal einen kleinen Text vor, den könnt ihr euch gerne in Ruhe dann auch später noch auf der ModHub Landwirtschaftssimulator Seite durchlesen. Taucht ein in das hügelige Grasland der Alpen. Mit dem alpinen Landwirtschafts-Add-on für den Landwirtschaftssimulator 19 führt ihr eure Farm auf eine brandneue Karte, inspiriert von den Regionen der europäischen Hochgebirges. Willkommen im malerischen Erlengrad. So heißt wahrscheinlich die Karte. Auch neue Marken und Maschinen erweitern das Spiel. Freut euch unter anderem über die Rigitrag SKH 150, Aibi bla bla bla, da kommen wir dann gleich dazu. Den Lindner Unitrag 122, DL Drive, Pöttinger Impress 125F Pro sowie viele weitere Neuzugänge. Die komplette Übersicht Inhalte seht ihr nachfolgend. Die kommen hier unten dann gleich. Ganz wichtig. Erscheinungsdatum ist der 12. November 2020. Also es dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt Juli und ja, November dauert noch ein bisschen. Aber könnt euch drauf freuen. Kompatibel ist es mit Windows inklusive Steam und Epic Games. Kann man sich natürlich auch kaufen und runterladen. Oder Mac OS X Version inklusive App Store für Landwirtschaftssimulator 19 ab der 1.7 oder höher. Okay. Kann man sich mit diesen Zahlungsversionen kaufen, einmal Visa, Mastercard, bla bla bla, das ist Visa-Karte oder beziehungsweise Kreditkarte, so, PayPal, Sofortüberweisung, normale Überweisung, glaube ich, ist das und PaySafeCard. Also diese fünf Möglichkeiten habt ihr zur Auswahl, um euch das zu kaufen. Kostet 19,99, also knapp 20 Euro, sagen wir so. Die Karte, hier haben wir ein paar Bilder, die zeige ich euch dann nochmal genauer. Und dann kommen wir zu den Highlights, den Fahrzeugen, wo ein bisschen über 30 Fahrzeuge werden sollten, soweit ich weiß. Da haben wir einmal den Aibi CC66, den habt ihr im Trailer auch schon gesehen, wo da so eine Frau geschoben hat. Das ist so ein Handmäher für die Hänge, ein kleiner halt. Dann haben wir einen Rigitrag, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, SKE50 Electric. Der wird wahrscheinlich ein Elektrofahrzeug sein, hatten wir glaube ich bis jetzt im LS noch nicht. Mal gucken, wie sich der da macht. Dann haben wir einmal einen Aibi TT281 Plus. Da kommt, ja, das haben wir schon mal gesehen. Ich glaube, weiß nicht, ob es dann als Mod auch gibt. Aber ist auf jeden Fall was für die Hänge. Dann haben wir einmal noch einen Rigitrag SKH75. Ist auch ein Traktor. Gehört zu den Kompaktrotoren. Sind alle Kompaktraktoren. Okay. Dann haben wir einen Lindner Unitrag 122 L Drive. Ja, der wird wahrscheinlich schon ein bisschen spannender werden. Kann man hinten nämlich was draufbauen. Dann haben wir noch einen Rigitrag SKH 150. Das sind eher Traktoren und das sind eher so, ja, wie sagt man dazu? Das sind eigentlich auch Fahrzeuge, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir noch ein Fahrzeug, das Coming Soon. Da wissen wir noch nicht, da wird überrascht. Dann kommen wir zu den Geräten. Da haben wir einmal einen Pöttinger Servo 25, einen Pflug, drei Scharwände. Ein Pöttinger Synchro 3020 ist ein Krupper. Ein Pöttinger Terradix 3 oder Terradix, so jetzt haben wir es. 3001 oder 301 ist eine Scheibenegge. Einen Pöttinger Leon 303 plus Aerosem. Okay, schwierige Worte hier. 302 Sämaschine. Ich glaube, das werden die Aufbauten für eben diesen Lindner sein. Müssten sie normalerweise, ja. Da haben wir einmal einen Stöckel Mistral 3400 SR, ist ein Miststreuer. Einmal ein Agrar ADF 3200 Güllefass. Aufbau wird wahrscheinlich 3200 Liter Tankvolumen haben. Mehrwerke, eine Sepp Knüsel F240, das gehört an, soweit ich weiß, an den Aibi hier dran, vorne oder hinten jeweils. Dann haben wir ein Pöttinger Novalpin 261, ein Pöttinger Novacat 301 Alpha
Motion, wird wahrscheinlich ausgesprochen, Modell NovaDisc 812. Auch nochmal von Pöttinger. Also ihr seht schon, ist ein bisschen auf Pöttinger sehr ausgelegt. Dann haben wir auch nochmal einen Pöttinger Alfinit 4,4H Wender oder Zeta, wie man sagen will. Und ein Pöttinger HIT 89T. Ich weiß nicht, ob man HIT sagt oder HIT. Es ist auch nochmal ein Wender. Dann haben wir ein SIP Favorit 254. Das ist ein Schwader, glaube ich. Ja, steht auch hier. Wow. Aber ich habe es richtig erraten schon mal, ohne dass ich es gelesen habe. Es ist ein Schwader. Dann haben wir einen SIP AR 300 FALP. Ist auch nochmal ein Schwader, okay. Und dann haben wir hier die bisschen normaleren. Kennen wir wahrscheinlich schon. Pöttinger Top 342. Einmal ein klein. Und ein Pöttinger Top 612C groß. Beziehungsweise sagen wir mal. Ja. Es sind zwei unterschiedliche Schwader, sagen wir so. Dann haben wir einen Pöttinger Boss Alfin 251, einen Ladewagen und dann noch einen Lyon, glaube ich, sagen wir. Swiss Elite S31 ist auch ein Ladewagen und zwar wahrscheinlich Aufbau für den Rigitrack da oben nochmal. Nein, Aebi, ist Rigitrack sind die anderen, das ist ein Aebi, okay. Ah ne, was sage ich denn, Aebi? Für den Lindner hier. Ja, Ebi ist denn hier für den Lindner wahrscheinlich, weil es ein Aufbau eben ist. Dann haben wir einen Pöttinger Varo 410D. Schön. Einen Pöttinger Europost 330T. Auch ein Ladewagen, sind beide Ladewagen, also drei, ne, vier Ladewagen. Zwei Pressen, einmal eine Pöttinger Impress 125FC Pro und einmal eine Pöttinger Impress 125F Pro. Einmal Rundballenpresse und jetzt nochmal eine Rundballenpresse mit integriertem Ballenwickler. Soweit ich das da hinten erkennen kann, sieht mir auf jeden Fall nach einer Folie aus. Und dann haben wir noch zwei Anhänger, ein Autoanhänger, okay. Ein Böckmann MH AL 4320-35. Wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Gerät angehangen werden können. Ja, da werden wir wahrscheinlich auch damit Spaß haben, ein bisschen was rumtransportieren. Und noch eine Lindner-Plattform, ja. Für halt den Lindner oben. Das waren dann schon im Prinzip alle Fahrzeuge oder und Gerätschaften. Also ihr seht schon, liegt sehr alles an Pöttinger dran. Und es sind ganz gut was. Also da kommen schon nah an die 30 ran. Da wissen wir noch nicht, was kommt. Es bleibt ein Geheimnis und wird meistens erst kurz vor der Veröffentlichung des DECs veröffentlicht. So, da haben wir noch ein paar schöne Screenshots, Bilder zu der Map. Hier haben wir einmal am Hang etwas hier hinten, schön Berge, ein See, ein paar Gebäude. Dann haben wir als nächstes auch nochmal, da hinten haben wir eine Brücke, okay, also es wird wahrscheinlich auch einen Zug geben, so wie es mir hier aussieht. Eine wunderschöne Kirche, Berge, oh herrlich, herrlich. Das wird wahrscheinlich im Dorf innen drin sein, Rathaus oder irgendwie sowas. Ja, sieht man auf jeden Fall danach aus. Räder hier, ein bisschen schön an die Berge Österreich, Bayern angelegt. Ein Hotel. Ich kann nicht ganz genau lesen, was da steht. AW. Ne, weiß nicht ganz genau. Wenn ihr bessere Augen habt, könnt ihr mal entziffern. Ja, sieht mir nach einem Hotel aus. Hier schön mit Holz. Was ist es? Ein Gehsteig. Ne, nicht ganz ein Gehsteig. Aber ja, zum Spazieren gehen, da unten wird wahrscheinlich das Meer oder der See sein, wahrscheinlich eher der See oder Fluss, demnach was da halt eben läuft. Meer ist auf gar keinen Fall, weil Berge sind nun mal nicht so an, auf jeden Fall so wie die Berge sind, nicht an dem Meer. Dann haben wir hier noch ein BD, steht drauf, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was es ist, aber es sieht mir nach einer Verkaufsstelle aus oder Ankaufsstelle für etwas. Sind auf jeden Fall ein paar Silos, sieht so aus wie bei Baywa Agrar. Ja. Wird wahrscheinlich ein Silo sein oder ähnliches. Und das ist halt nochmal der Slogan vom Alpine Landwirtschafts-Addon. So, das war doch schon von der Vorstellung von diesem wunderschönen DLC, was nochmal gesagt am 12. November erscheinen wird. Und ja, unten in der Videobeschreibung ist jetzt ein Link. Da könnt ihr zum Modup gehen und das vorbestellen. Wird, wie gesagt,
über diese Sachen anbieten, also zum Bestellen, Zahlungsart und so weiter. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge, entweder auf Stabenbach oder Gemeinderat. Mal gucken, was kommt. Und ja, bis dahin, haut rein, Leute, und ciao, ciao.